Der Konflikt über die mögliche Unabhängigkeit Kataloniens ist noch lange nicht beendet. Jetzt sorgt eine Verständigung zweier Parteien für eine Überraschung. Carles Puigdemont soll auch künftig Regierungschef bleiben. Quelle: UNCR Edited, AP/Deutsche Presseagentur. In der spanischen Konfliktregion Katalonien haben sich die beiden großen Unabhängigkeitsparteien nach Medienberichten auf die Bildung einer Regierungskoalition geeinigt. Diese soll von dem im Oktober abgesetzten Regionalpräsidenten Carles Puigdemont geführt werden. Das hätten Puigdemont und die Chefin der linksnationalistischen Partei ERC, Marta Rovira, in der belgischen Hauptstadt Brüssel beschlossen, berichteten Medien wie die Nachrichtenagentur Europa Press und die Zeitung El País.